Die heutige Folge meines Podcasts ist für alle Personen, die Hypertrophie als Ziel haben oder jetzt gerade alles dafür tun, die Hypertrophie als Leidenschaft sehen. Und für alle die, die nicht wissen, was Hypertrophie ist, ist es nämlich Muskelaufbau, Muskelwachstum, Muskel zum Wachsen bringen. Und zwar mit Krafttraining. Und in dieser Folge geht es darum, wir sprechen darüber, was du für Gewichte verwenden sollst, wie du die richtigen Gewichte auswählst, wie viele Wiederholungen, wie viele Sätze du machen sollst und worauf du sonst noch achten musst. Außerdem werden wir auf häufige Fehler eingehen, diese beleuchten, denn ich möchte, dass du sie von Anfang an vermeidest und somit das Beste rausholst, um auch deine Muskeln zum Wachsen zu bringen, nämlich zum Hypertrophieren. Bevor es losgeht, noch ein paar Worte zu mir. Mein Name ist Peter Burianek. Ich bin Personal Trainer, Online Coach und Motivator. Und in meinen Beiträgen, Videos und Podcasts geht es um die drei Themen Fitness, gesunde Ernährung und positives Mindset. Mein Ziel ist es, dein Leben positiv zu beeinflussen und auch nachhaltig schöner und besser werden zu lassen. Ich würde mich sehr freuen, wenn dir mein Podcast gefällt, wenn du ein Abo dalässt, damit du auch in Zukunft keine weitere Folge mehr verpasst. Und wenn sie dir gefallen hat, dann freue ich mich auch über Feedback in Form eines Kommentars, gerne auch über eine E-Mail oder einer positiven Bewertung. Und nun möchte ich gar nicht lange weiterreden, gehen wir zur heutigen Folge mit dem Thema Hypertrophie, Muskelaufbau. Viel Spaß dabei! Bevor wir nun das Ganze mit den Details durchgehen und in die Details vertiefen, was richtige Gewichte betrifft, was Wiederholungen, Sätze betrifft, Trainingsintensitäten und so weiter, lasst uns zunächst die Bedeutung der Hypertrophie im Krafttraining verstehen. Ich bin darauf schon ein bisschen in der Einleitung eingegangen. Hypertrophie bezieht sich auf das Wachstum und die Zunahme der Muskelmasse. Das ist ein entscheidender Faktor, um stärker zu werden, die Körperkomposition zu verbessern und die gewünschten ästhetischen Ergebnisse zu verbessern, also zu erzielen. Du willst deine Muskeln, deine Brust aufbauen, deine Oberschenkel, das muss ja auch alles zusammenpassen. Ja? Und darum geht es eben, diese Muskelmasse aufbauen, hypertrophieren. Und jetzt möchte ich in den einzelnen Kapiteln näher drauf eingehen und meine Empfehlungen auch dazu geben, damit du gleich den richtigen Weg gehst. Und nicht Wochen, Monate, vielleicht auch Jahre und somit auch extrem viel Nerven, Enttäuschung, Hoffnung zu verlieren und auch natürlich Geld investierst, was unnötig ist, wenn du den schnelleren Weg, nämlich den richtigen, wählen kannst. Ich möchte aber noch dazu sagen, dass es natürlich tausend Gründe gibt, warum jemand ins Fitnessstudio gehen kann, warum er reingeht, ja, warum er wirklich dort ist. Ich glaube jedoch zu wissen, dass die Mehrheit ins Fitnessstudio geht, um den Körper zu verbessern und nicht nur um anwesend zu sein und andere zu sehen oder einen Partner kennenzulernen. Und deswegen, es gibt natürlich auch die Variante, einfach nur abzunehmen oder in Richtung Strongman zu gehen, Powerlifter, dass ich sage, okay, ich möchte Gewicht von A nach B bewegen, aber mir ist es eigentlich scheißegal, wie mein Körper dabei aussieht. Aber in dieser Folge geht es ganz speziell darum, zu hypertrophieren, die Muskelmasse aufzubauen. Und wenn das dein Ziel ist, dann bist du hier genau richtig. Ich werde immer wieder gefragt, Peter, wie viele Wiederholungen und wie viele Sätze soll ich bei dieser Übung machen? Und meine Antwort ist, wie meistens, egal wie die Frage lautet, meine Antwort lautet, das kommt ganz drauf an. Warum sage ich, das kommt ganz drauf an? Weil es einfach nur fehlerhaft wäre von mir, wenn ich die Antwort gebe, 6 bis 8 Wiederholungen auf 3 Sätze. Es kommt auf deine Ziele an, deinen aktuellen Status, deinen Körper, deinen Schmerzen, was hast du für Verletzungen oder sonst was. Deswegen kann ich hier auch nicht individuell auf deine Phase eingehen, auf deine Probleme. Ich kann dir keine Lösung bieten, die zu 100% funktioniert. Aber
Ich kann dir Empfehlungen geben, Tipps meiner Seite aus mehr als 20 Jahren Erfahrung, die du in dein Trainingsprogramm integrieren solltest, um eben die Hypertrophie zu fördern. Heruntergebrochen kann ich auf jeden Fall empfehlen und garantieren, dass es funktioniert. Wenn du im Anfangsstadium bist, wenn du gerade zu trainieren begonnen hast, vor allem im ersten Jahr, im zweiten Jahr, dann empfehle ich dir 6 bis 12 Sätze pro Muskelgruppe pro Woche. Wenn du ein Fortgeschrittener bist, wenn du wirklich schon jahrelang trainierst, Jahrzehnte, wie auch immer, dann wird das Ganze schon etwas intensiver, weil dann musst du 15 bis 20 Sätze pro Woche pro Muskelgruppe machen. Was meine ich damit? 15 bis 20 Sätze pro Muskelgruppe wie die Brust, pro Muskelgruppe wie die Schultern, pro Muskelgruppe wie die Oberschenkel. Also 15 bis 20 Sätze, was Beintraining betrifft, für die Oberschenkel pro Woche. Nur so kann ich dir garantieren, dass Hypertrophie auch stattfindet und Muskelwachstum eben da stattfindet. Trainierst du weniger Sätze für eine Muskelgruppe pro Woche, dann bekommen diese Muskeln nicht genug Reiz und dann werden sie nicht wachsen. Natürlich hat das viele, viele andere Faktoren auch, wie gute Ernährung, wie Schlaf und so weiter. Das lasse ich aber weg in dieser Folge. Es geht ja nur ums Training. Es reicht aber nicht, dass ich sage, als Anfänger 6 bis 12 Wochen pro Muskelgruppe oder als Fortgeschrittener 15 bis 20 Sätze pro Muskelgruppe pro Woche. Nein, denn wenn du diese Sätze auch nur halbherzig und irgendwie durchziehst, dann macht es überhaupt keinen Sinn, weil die Intensität fehlt. Und das ist im nächsten Kapitel das Thema. Aber bei den Wiederholungen kann ich dir auch unterm Strich empfehlen, was für alle in etwa funktioniert, die keine Verletzungen haben, die keine körperlichen Einschränkungen haben, dass du für große Muskelgruppen wie Oberschenkel, Rücken, Brust im Bereich von 80% deiner Maximalkraft trainieren solltest. Was bedeutet das? Du solltest 8 bis 12 Wiederholungen schaffen in diesem Bereich, in den großen Muskelgruppen und das Gewicht verwenden, was 80% in etwa von dem beträgt, was du ein einziges Mal bewegen könntest mit dieser Übung. Da gibt es genug Studien, da gibt es genug lebende Beweise, das habe ich auch selbst auch alles ausgetestet. Das ist der optimalste Weg, den ich empfehlen kann. Wenn du, natürlich kann man jetzt sagen 70 bis 85% oder sowas, es ist kein Sinn dahinter, wenn du auf 90, 95% nach oben gehst, deiner Maximalkraft und so viel Gewicht nimmst, dann wirst du diese Wiederholungsanzahl nicht schaffen. Deshalb, ich sag dir, pendel dich bei 80% ein, dann solltest du die Wiederholungsanzahl 8 bis 12 Wiederholungen schaffen in 3 Sätzen bei großen Muskelgruppen. Und wenn wir kleinere Muskelgruppen hernehmen, wie die Schultern, Extremitäten, wie die Arme, Bizeps, Trizeps und so weiter, Waden, Bauch zähle ich ja auch dazu. Da gibt es natürlich viele, viele Untergruppen der Muskulatur. Dann empfehle ich dir, dass du hier das Gewicht runterschraubst und eine größere Anzahl an Wiederholungen durchführst. Also der Wiederholungsbereich muss hier höher sein, sonst verletzt du dich. Die Verletzungsgefahr ist hier enorm, wenn du zum Beispiel Seitheben genauso mit 80% durchführen würdest von deiner Maximalkraft, dann ruinierst du dir deine Schulter und die Rotatoren. Und zwar so schnell, da kannst du gar nicht drauf schauen. Und wenn du mich jetzt fragst, okay, wie viele Wiederholungen soll ich dann in diesen Muskelgruppen machen? Da kann ich dir sagen, 15 bis 20 Wiederholungen müssen da unbedingt drin sein. Und es gibt Trainingsprogramme, und ich führe das selbst auch wieder durch, wo ich zum Beispiel Seitheben für die seitliche Schulter, was der Name schon sagt, Wiederholungsanzahl von 30 habe. Und da bekommst du den Mörderpump, da bekommst du einfach die extremen, Reize in den Muskel. Und das schaffst du nicht mit viel Gewicht. Da musst du eben wenig Gewicht nehmen. Das musst du herausfinden, wie du ans Limit gehen kannst,
um noch diese Wiederholungsanzahl zu erreichen. Deswegen musst du das Gewicht hier anpassen. Aber Thema Intensität sind wir beim nächsten Kapitel. Die Wahl der richtigen Trainingsintensität und das Management der Pausenzeiten sind entscheidende Faktoren für den Erfolg deines Hypertrophie-Trainingsprogramms. Und in diesem Kapitel werden wir diese beiden Aspekte genauer beleuchten. Wie schon im vorigen Kapitel angeteasert, ist es statistisch bewiesen durch Studien, durch etliche, aktive, praktische Erfahrung, wie auch in meinen Jahren im Fitnesstraining, dass du dich bei etwa 80% einpendeln sollst von deiner Maximalkraft und dann eben 8 bis 12 Wiederholungen bei großen Muskelgruppen oder eben, bis zu 20 Wiederholungen bei kleinen Muskelgruppen, da fällt das dann eben weg mit den 80% der Maximalkraft, solltest du hingehen. Jetzt ist das relativ schwierig herauszufinden. Ja. Ich kann dir empfehlen, dass du unbedingt die letzten 3, 4, vielleicht auch 5 Wiederholungen so intensiv durchziehen musst, dass du komplett dabei eingehst. So erreichst du den Peak deiner Hypertrophie, also den größten Wert. Was heißt das genauer? Ich werde oft gefragt, was soll ich für ein Gewicht nehmen bei 8 bis 12 Wiederholungen? Soll ich jetzt die 10er nehmen oder 12,5? Du brauchst einige Wochen, einige Trainingseinheiten, um wirklich das Feeling zu bekommen. Was ist das richtige Gewicht für mich bei dieser Übung? Und deswegen ist Mitschreiben so wichtig, egal ob oldschool, in einem Buch, in einem Notizblock, was auch immer, oder digital am Handy in einer App. Vollkommen egal. Es muss dokumentiert sein, weil so weißt du ganz genau, okay, bei dieser Übung ist das meine Gewichtsanzahl, wo ich die letzten 2 Wochen war, wo ich aktuell bin, was ich hier verwende. Natürlich haben wir alle eine Tagesverfassung, die mal schlechter oder besser ist. Aber da war ich jetzt nur um etwas mit dem Gewicht. Ja. Wichtig ist aber, dass du von deiner Wiederholungsanzahl, wenn ich jetzt 8 bis 12 hernehme, dass du bis 8 die beste, korrekteste Ausführung durchziehst, und die ist bei mir immer an oberster Stelle, die korrekte Ausführung, die korrekte Technik, weil nur so triffst du den Zielmuskel am besten und dann geht es ans Eingemachte. Ich sage nicht, dass die Technik dann ab der 9. darunter leiden soll, aber du solltest wirklich ab der 9. kämpfen, 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 weil der Reiz in der Muskulatur, im Muskel, der wird nur gefördert, mit der Hypertrophie meine ich jetzt, wenn du wirklich ans Limit gehst und wenn du die letzten 3, 4, 5 Wiederholungen noch sowas von rausschießt. Und das trennt auch the winner from the loser, sagt man. Das macht den Champion aus. Wenn du hier eingehst bei 9 oder 10 und dann aufhörst, dann macht das einen gewaltigen Unterschied für dein Muskelwachstum, als wenn du weitermachst und durchbeißt die letzten 2 Wiederholungen. Wenn es geht, nicht abfälschen. Oder nur minimal. Aber es ist statistisch bewiesen, dass du abfälschen kannst bei den letzten 2, 3 Wiederholungen. Wenn du sie mit Mühe und Not noch aufkriegst, hast du trotzdem einen größeren Muskelwachstum, als wenn du die korrekte Ausführung ausführst und nur 9 oder 10 Wiederholungen machst. Was die Progression, also auch die Intensitätssteigerung betrifft, kann ich nur wieder auf das Dokumentieren zurückkommen, unbedingt notieren, was du für Gewichte in der Menge nimmst bei den Übungen, weil du damit eben im Laufe der Zeit die Intensität erhöhen musst, um kontinuierlich Fortschritte erzielen zu können. Und wenn du merkst, okay, ich hatte bei dieser Übung meine 22,5 Kilogramm, 2 Wochen später 25 Kilogramm und vielleicht 3 Wochen später dann 27,5 Kilogramm. Das ist für mich essentiell, dass du den kleinsten möglichen Schritt gehst. Wenn es geht, pro Trainingseinheit, pro Woche 1 Kilo nach oben gehen. 1 Kilogramm klingt jetzt vielleicht lächerlich. Was soll ich mit 1 Kilogramm? Aber ich kann dir empfehlen, nachhaltig, langfristig ist das der beste Weg, weil du wirst dich nie verletzen. Und du wirst trotzdem
deine Wiederholungen mit der richtigen Ausführung, mit der richtigen Technik durchführen. Und trotzdem die letzten 3, 4, vielleicht auch 5 Wiederholungen durchbeißen bis zum Gehtnichtmehr. Und das ist der wesentlich bessere Schritt in meinen Augen, als wenn du um 5 Kilogramm erhöhst oder vielleicht noch mehr, weil du einen guten Tag hast, kann ja sein, und dich dann verletzt und dann wieder um Wochen zurückfallst und wieder klein beginnen musst, wenn nicht sogar etwas Schlimmeres passiert. Deswegen Ego zurückschrauben und den kleinsten möglichen Schritt gehen mit der Gewichtserhöhung. Was die Pausenzeiten betrifft, ich sage das immer wieder in meinen Podcasts und Videos, die sind enorm wichtig für den Fortschritt, weil du natürlich eine wesentlich bessere Leistung erzielst, wenn du die richtige Menge an Pausenzeit zwischen zwei Sätzen hast und hier keine Fehler begehst. Und da kann ich mal kurz zusammenfassen, kurze Pausen fördern die Kraftausdauer, während längere Pausen die Maximalkraft unterstützen. Das heißt, wenn du wirklich ans Limit gehst und einen Maximalkrafttest machst, beim Kreuzheben, Bankdrücken, Kniebeugen, wo auch immer, und du willst es wirklich wissen, wie viel Kilogramm kann ich ein einziges Mal diese Übung durchführen, bevor ich ja wirklich eingehe, dann ist natürlich wichtig, dass du da fit bist und nicht kurz davor eine andere Übung ausgeführt hast. Ich kann dir ganz gut zusammenfassen, die ideale Pausenzeit, da gibt es jetzt zwei Unterschiede, nämlich Isolationsübungen und Grundübungen. Isolationsübungen sind Übungen mit meistens einem Gelenk, das du bewegst, weil du eine einzige Muskelgruppe trainierst. Beim Bizeps sind es die Scott Curls und so weiter. Seithebenmaschine, wo du sitzt, auf der Seite hochdrückst, damit du die seitliche Schulter trainierst und so weiter. Das sind Isolationsübungen, wo du 1 bis 3 Minuten Pause am besten hast zwischen den Sätzen. Und dann gibt es auf der anderen Seite die Verbundübungen, wo du 3 bis 5 Minuten Pause machen sollst. Sind mehrgelenkige Übungen wie Kniebeugen, Bankdrücken, Kreuzheben und so weiter. Zu guter Letzt komme ich auf die Fehler zu sprechen, die dir einfach Steine in den Weg liegen, weil ich schon im vorigen Thema angesprochen habe, wenn du zum Beispiel zu viel Gewicht verwendest, dass du mehrere Wochen zurückfällst und dann wieder ganz klein beginnen musst, anstatt dass du kleine Gewichte verwendest und Schritt für Schritt weiterkommst. Und das ist nicht der einzige Fehler, den ich dir jetzt weitergebe und andere praktische Tipps, damit du dein Ziel eben am schnellsten erreichst oder vielleicht auch am sichersten. Ich möchte jetzt gar nicht sagen am schnellsten, das nehme ich wieder zurück, weil, wie schon vorher erwähnt, langfristig, und da muss man einfach geduldig sein, ist es besser, wenn ich kleine Schritte mache. Manchmal sogar 2 Schritte nach vorne und einen Schritt zurück. Das ist für mich der wesentlich bessere Weg, wie wenn ich 2 große Schritte immer nach vorne gehe. Irgendwann fliege ich hin und muss vielleicht wieder ganz vom Anfang anfangen. Also ich fasse nochmal zusammen, was ich vorher schon erwähnt habe. Nimm nicht zu viel Gewicht. Es muss dir immer möglich sein, die Übung korrekt und kontrolliert auszuführen. Die Form und die Technik sind immer wichtiger als die Menge an Gewicht, die du verwendest. Das sage ich in fast jedem Video. Das wird von den jungen Trainierern und Trainiererinnen meistens nicht so gesehen, dass ich wirklich junge Personen, die so viel Gewicht mit Kreuzheben oder sonst was verwenden, das auf irgendeine Art und Weise raufreißen. Aber ich garantiere dir leider, dass du langfristig da Probleme kriegen wirst in manchen Gelenken oder Muskeln. Und deswegen lass dein Ego zu Hause. Schau nicht, was der oder die links oder rechts neben dir bewegen. Und fühl dich nicht schlecht, wenn du weniger bewegst. Es wird langfristig der bessere Weg sein. Und das garantiere ich dir nach 25 Jahren Fitnesserfahrung. Um eine starke Basis aufzubauen, um wirklich deine Hypertrophie voranzutreiben, solltest du mit grundlegenden Verbundübungen beginnen. Das machen die wenigsten, weil sie uncool sind, weil du nicht deinen Bizeps trainierst. Ich spreche von Kniebeugen, Kreuzheben und Bankdrücken. Auf die solltest du dich zu 100% konzentrieren und diese komplett lernen von A bis Z, bevor du dich auf Isolationsübungen konzentrierst. Das ist ein verdammt wichtiger Punkt, der dir nicht nur vom Verständnis her weiterhilft, sondern auch
von Muskelaufbau selbst, weil es schneller funktionieren wird, weil du so viele Muskelgruppen auf einmal trainieren wirst. Und ich sehe leider immer wieder Anfänger und Anfängerinnen, egal welchen Alters, die sich ja sofort auf eine Maschine setzen, um den Bizeps zu trainieren. Und die keine Ahnung haben, wie man Kniebeugen macht oder Kreuzheben. Ja, Bankdrücken ist da doch noch eher im Bereich. Aber das ist immer wieder erschreckend. Ja, konzentriere dich auf die Grundübungen. Such dir da jemanden, der dir hilft, diese wirklich richtig auszuführen. Und erst danach, wenn du die wirklich gut kannst, konzentriere dich zusätzlich auf die Isolationsübungen. Der nächste Punkt ist Übertraining. Und ja, Übertraining nehmen jetzt viele auch nicht ernst oder verstehen sie falsch. Ich meine damit, dass viele versuchen, zu viel auf einmal zu tun, indem sie einfach zu viele Sätze oder zu viele Wiederholungen durchführen oder zu oft trainieren. Und ich sage immer, wenn du die falsche Technik durchführst, wenn du eine Übung falsch machst, irgendwie nach oben reißt, dann ist es egal, ob du 2 Sätze machst oder 5 Sätze, weil 5 Sätze sind auch falsch. Es ist egal, ob du 7 Wiederholungen machst oder 20. Wenn du den Muskel nicht triffst oder dein Gelenk falsch bewegst, dass du es verletzt, dann hat das keinen Vorteil für dich. Im Gegenteil, du verletzt dich dadurch. Und wie vermeidest du das? Die Qualität des Trainings ist immer wichtiger als die Quantität. Merk dir diesen Satz. Die Qualität des Trainings ist wichtiger als die Quantität. Was meine ich damit? Hab ausreichend Ruhepausen zwischen den Trainingseinheiten. Schlaf ist enorm wichtig. Ich möchte darauf jetzt nicht näher eingehen, weil das habe ich in anderen Podcasts und Videos. Aber es ist wichtig, dass du zwischen großen Übungen wirklich 48 bis 72 Stunden Ruhepause hast, bevor du diese Muskelgruppe wieder trainierst. Weil nur so ermöglichst du dieser Muskelgruppe eine ordentliche Regeneration und Erholung. Und da ist halt auch wirklich enorm wichtig, geduldig zu sein. Was wiederum viele junge Personen nicht haben, weil je öfter ich trainiere, umso mehr wird er weitergehen. Ich habe keine Zeit. Nein, das ist der falsche Weg. Je öfter du trainierst, umso mehr wirst du dich verletzen, umso mehr wirst du, heute sagt man, ein Burnout bekommen und dich wird das Training anfacken. Du wirst einen Abstand haben wollen, eine Zeit lang. Nicht mehr zurechtkommen damit. Deswegen vermeide Übertraining mit den Tipps, die ich dir gegeben habe. Mein nächster Tipp ist too much Abwechslung. Damit meine ich, viele Personen springen Woche zu Woche zu anderen Übungen, weil ich höre oft, naja, da muss man ja neue Reize setzen. Da kriegt ja der Muskel ganz andere Reize, ist ja viel besser. Aha, okay. Meiner Meinung nach nicht. Meiner Meinung nach solltest du dich mindestens 3 Monate auf eine Übung konzentrieren. Ich unterstreiche und wiederhole nochmal, mindestens 3 Monate. Warum? Weil du nur dann ein Feeling kriegst in deiner Muscle-Mind-Connection. Du kannst dich in den Muskeln einfühlen. Du merkst von Einheit zu Einheit, und sind wir uns ehrlich, wenn du 12 Wochen hast, dann hast du 12 Einheiten. Oder maximal 24, wenn du es 2-mal die Woche trainierst, diese Übung. Und du kommst hier immer wieder rein. Das ist nicht lange. Es wirkt lange. Aber du wirst hier gewaltig steigern, wenn du dich von Woche zu Woche in dieser Übung verbesserst. Und du kannst dich nicht steigern, wenn du alle 2-3 Wochen mal eine andere Übung reinpfefferst und die andere nicht mehr ausführst. Dann wirst du irgendwann nach 2-3 Wochen oder Monaten wieder zurückkommen zu dieser Übung und wieder dort starten, wo du warst mit dem Gewicht. Weil du die Bewegung vergessen hast, es ist hier was verloren gegangen vom Feeling und ja, die Progression wird einfach nicht so voranschreiten, auch in der Hypertrophie, als wenn du diese Übung durchziehst. Deswegen auch hier Geduld und Routine. Bleib dran bei der Übung, besonders bei Grundübungen. So, und der letzte Punkt, den habe ich auch schon erwähnt in dieser Folge. Ich möchte es noch einmal erwähnen, weil es mir so verdammt wichtig ist. Fehlende Dokumentation. Und damit meine ich nicht nur, die Fortschritte zu dokumentieren in, wie schon vorher gesagt, alte Notizbuch, was auch immer, oder digital am Handy, in einer App, völlig egal. Es ist wichtig, das zu dokumentieren, weil du dann weißt, wo ist mein Gewicht
an einem Supertag, wo ist mein Gewicht an einem Tag mit einer schlechten Tagesverfassung, aber du weißt in etwa den Schnitt, den ich immer durchführe. Und musst nicht nachdenken von Mal zu Mal, was nehme ich? Naja, heute fühle ich mich ein bisschen besser, heute nehme ich das. Ah, heute geht es mir nicht gut, heute nehme ich das. Aber das ist keine Ahnung, was du hier vor 3 Wochen verwendet hast. Und somit hast du auch keine Ahnung, wie dein Fortschritt ist. Weil du bei der Trainingseinheit auch immer darunter dazu schreiben sollst, wie sie war für dich, wie deine Tagesverfassung war. Das ist kein Hexenwerk, aber du wirst damit einen Progress erreichen, einen Fortschritt in deiner Hypertrophie. Das garantiere ich dir. Deswegen notiere dir immer bei den Übungen, was du für ein Gewicht, was für eine Gewichtsanzahl du reingegeben hast oder verwendet hast. Ja? Dann die Wiederholungen, eh klar. Und wie auch dieser Tag abseits vom Training war. Und das kannst du einfach mit einer Zahl hinschreiben, von 1 bis 10. 1, der Tag war abseits vom Training sowas von stressig. Oder er war sowas von chillig mit einer 10. Und dasselbe machst du beim Training. Wie war das Training? War es so intensiv, dass du nicht mehr rausgehen kannst, weil du stirbst? Dann war es eine 10. Oder war es so easy, weil du nur mit Freunden gequatscht hast? Dann war es eine 1. Diese Dokumentation hilft dir enorm. Das garantiere ich dir. Und zum Abschluss möchte ich noch sagen, es muss dir auch egal sein. Ich kenne das. Ich kenne Personen, die schütteln den Kopf, wenn jemand nur am Handy sitzt. Zwischen den Sätzen, zwischen den Übungen. Ich sage dann immer, du hast keine Ahnung, was diese Person am Handy macht. Spielt sie Candy Crush oder tragt sie im Trainingsjournal ihre aktuellen Übungen ein? Es muss dir egal sein. Was ich nicht möchte und auch nicht empfehle, ist, dass du Geräte blockierst für andere Personen, die es brauchen können und diese für 20 Minuten, 30 Minuten blockierst, weil du nur da sitzt und aufs Handy starrst. Dazu ist ein Fitnesscenter nicht da. Das war meine Folge in meinem Podcast zu dem Thema Hypertrophie, Muskelaufbau, mit meinen Tipps, die dir helfen sollen, dein Ziel, ich sag mal, auch schneller zu erreichen, aber auf jeden Fall sicherer zu erreichen. Ohne Umwege, ohne Verletzungen, ohne Depressionen, ohne Enttäuschungen. Natürlich gibt es immer ein Auf und Ab. Aber mit diesen Tipps, wenn du diese befolgst, mit diesen Empfehlungen, dann garantiere ich dir, dass du dein Ziel eher erreichen wirst, als wenn du es ungeduldig angehst. Krafttraining ist unterm Strich im Hypertrophiebereich, wie auch vieles andere im Leben, ein kontinuierlicher Prozess. Und der fordert enorm viel Geduld und auf der anderen Seite auch Engagement. Du musst dranbleiben, sonst geht nichts weiter. Und ja, mit den richtigen Strategien und einer klaren Vorstellung, was zu tun ist, kannst du wirklich beeindruckende Fortschritte erzielen. Aber das war natürlich auch nur ein Auszug meiner Erfahrung, meines Wissens. Ich kann ja nicht alles reinpacken in meine Folgen des Podcasts. Deswegen, wenn du mehr wissen möchtest, bin ich ganz offen und freue mich, wenn du auf mich zukommst. Das kannst du auf verschiedene Wege tun. Schreib mir eine E-Mail an info@peterburianek.at oder kommentiere hier auf dieser Plattform, diesem Podcast. Du kannst mich auch kontaktieren auf meiner Website. Gibt es verschiedene Möglichkeiten, auch mit WhatsApp. Ganz einfach. Und dann reden wir mal drüber. Und ich beantworte dir gerne deine Fragen. So, bis dahin wünsche ich dir einen produktiven Tag. Wenn dir das Ganze gefallen und geholfen hat, dann freue ich mich riesig über eine positive Bewertung und natürlich auch über ein Abo, damit du auch in Zukunft keine weiteren Videos, Podcasts, Beiträge und so weiter verpasst von meiner Seite aus. Alles Gute, ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören und ciao, bis dann.